aufgetischt. Ho, 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 liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu meinem Aufgetischt am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich gebe zu, dieses Video ist nicht gerade live, sondern doch einige Tage vorproduziert, denn die Tage vor und an Weihnachten sind ja immer gut angefüllt mit allen möglichen Aktivitäten. Deswegen werde ich mich heute auch ein wenig kürzer fassen, denn ich denke, auch ihr habt was Besseres zu tun, als mir jetzt eine Stunde beim Reden zuzuhören. Ihr wollt ja Weihnachten feiern. Daher werde ich diesmal wieder ein paar von den Spielen, die ich eigentlich fast jedes Mal in die Kamera halte, weglassen und mich konzentrieren auf die, die ich nicht so oft spiele, beziehungsweise auf die, die ich neu kennengelernt habe diesen Monat. Das war nämlich auch wieder ein paar, wie man im Intro vielleicht schon erkannt hat. Ich fange mal von oben an, da ist nämlich direkt ein neues dabei, nämlich das Safe House von Sebastian Fitzek, was uns der Georg ausgeliehen hat, um das mal in der Familie auszuprobieren. Erschienen im Moses Verlag, den ich eigentlich sehr mag. Das ist ein kooperatives Weglaufspiel, bei dem man vor einem Mörder wegläuft, indem man möglichst schnell und möglichst geschickt Karten ablegt. Und da arbeitet man sich dann so über vier oder fünf, ja im Prinzip Kapitel oder Schauplätze hinweg ins sichere Haus hinein und versucht dabei eben immer einen gebührenden Abstand zum Bösewicht zu behalten. Wenn einem das zu leicht ist, kann man sogar dabei noch versuchen, den Bösewicht sozusagen zu überführen, also noch Beweise zu sammeln. Müssen aber sagen, uns war es nicht zu leicht, im Gegenteil, uns war das Spiel zu schwer. Also wir haben es wirklich einige Male probiert, auch in verschiedenen Spieleranzahlen, zu zweit, zu dritt, zu viert. Und wir haben es nicht ein einziges Mal geschafft, es zu gewinnen. Und sind nicht mal so richtig knapp vorm Sieg gewesen, dass man dachte, es hat noch Kleinigkeit gefehlt und dann hätten wir es geschafft, sondern wir sind jedes Mal eigentlich schon nach der Hälfte des Spiels schon gescheitert und irgendwie am Anfang dachte man noch, okay, das haben wir falsch gemacht, das machen wir jetzt diesmal besser. Und aber irgendwie nach so ein paar Spielen denkt man so, naja, irgendwie ist die Luft raus. Also wenn man irgendwie so das Gefühl hat, man wird zwar vielleicht so ein bisschen besser, aber man ist immer noch weit vom Sieg entfernt und man weiß eigentlich irgendwie gar nicht so richtig, was man jetzt hätte anders machen können. Ja, also sicherlich ist das Spiel zu gewinnen, das will ich gar nicht bestreiten und wahrscheinlich, wenn man das auch oft genug spielt, weiß man auch, worauf man achten muss und so. Aber dafür trägt das Spielprinzip nicht gut genug, als dass man irgendwie da Lust hätte, das immer und immer wieder zu probieren. Also das ist leider dann letztlich durchgefallen, nachdem wir es am Anfang eigentlich sehr cool fanden, aber einfach dann war einfach irgendwann die Enttäuschung zu groß. Und gerade auch bei Kindern ist ja dann damit dann auch die Luft raus. Und dann so, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, da wieder zu verlieren. Also deswegen, das Konzept ist cool und es ist auch optisch cool gemacht, besonders am Schluss, wenn so dieses Haus aufklappt, das sieht natürlich super aus. Aber ja, als Spiel ist es halt leider irgendwie nicht so toll. Also ja, ist schade, es hat irgendwie was, aber ja, es ist einfach zu schwer vielleicht. Also vielleicht hätte man dann noch einen dritten Schwierigkeitsgrad gebraucht, wo es sozusagen einfacher ist, dem zu entkommen. Ich meine, klar, den könnte man sich im Prinzip selber herstellen, indem man den Verbrecher irgendwie künstlich verlangsamt. Aber ich meine, damit ist auch irgendwie, naja, ich kann den auch so langsam machen, dass ich auf jeden Fall gewinne, dann ist aber auch albern. Also irgendwie, das bringt es dann irgendwie auch nicht so richtig. Also an dem Spiel sind wir gescheitert und damit ist das Spiel auch gescheitert. Ja, nicht so Cold Express. Das haben wir auch wieder gespielt. Ich glaube sogar zweimal, auch irgendwie in etwas größeren Runden. Oder unter anderem einer meiner Brüder da mal mitgespielt hat, der das auch sehr gerne mag. Also das lieben wir fast alle heiß und innig. Es gibt leider einen bei mir in der unmittelbaren Familie, der mag das irgendwie nicht mehr spielen. Der spielt dann so mit, wenn er gezwungen wird, aber hat dann auch Spaß, aber irgendwie er versucht sich immer zu wehren. Deswegen spielen wir es leider nicht ganz so oft, wie ich es gerne möchte, weil ich könnte es eigentlich immer spielen und ich fände es irgendwie auch schön, wenn meine Familie mit dem Spiel so vertraut wäre, dass wir die ganzen Erweiterungen mit benutzen könnten, also den Sheriff oder auch die Postkutsche und Pferde, das ist ja alles hier in dieser Packung mit drin. Und jetzt gibt es ja noch eine neue Erweiterung, die mich auch durchaus wieder interessieren würde, wobei die so klingt, als wäre sie auch nochmal relativ komplex, also würde dem Spiel nochmal was dazu machen. Ich da auch wieder fürchte, ob man die dann wirklich spielen kann, aber interessieren würde sie mich auf jeden Fall. Tja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, das
Spiel Cold Express ist auf jeden Fall super nach wie vor und finde ich auch schön, dass das immer noch lebt, das Spiel, und dann noch Sachen dazu kommen. Also meine Kinder werden ja auch älter, also von daher kann man das dann, irgendwann kann man das sicherlich mit denen alles spielen. Gangster, das Spiel ist euch ja jetzt allen bestens vertraut, weil ihr habt ja sicherlich die Regelerklärung und Review-Video dazu gesehen, deswegen brauche ich da jetzt gar nicht mehr so ganz viel zu sagen, also das haben wir auch wieder gespielt. Wir haben es immer noch nicht mit der Erweiterung gespielt, aber das habe ich jetzt vor für das nächste Mal, wenn es auf den Tisch kommt, dass wir dann die Ressourcenerweiterung noch dazu nehmen, weil die interessiert mich doch sehr, wie die das Spiel verändert, und ich glaube auch, dass sie dem Spiel eben noch einen zusätzlichen Pfiff verleiht und auch so den Wiederspielreiz erhöht, einfach weil es so dann sich von Mal zu Mal mehr unterscheidet und auch für die Spieler unterschiedlicher ist. Kuhhandel Master, eins der besten Spiele überhaupt, wie der Benny sofort zugeben würde. Ja, das haben wir auch mal wieder gespielt in einer Dreierrunde, und da war dann der liebe Jan dabei als Neuling, der das noch nicht kannte. Der hat dann konsequenterweise auch verloren. Das ist eigentlich, als Neuling verliert man das eigentlich immer, das Spiel. Ich habe aber diesmal auch nicht gewonnen, muss ich sagen. Also hat tatsächlich mein Sohn gewonnen. Meistens gewinne ich das im Familienbund, aber diesmal nicht. Und ich finde das total witzig, und es ist, hat auch wieder gut funktioniert, und ich finde, das macht einfach Spaß, und deswegen, bei dem Spiel ist auch so ein Spiel, wo völlig egal ist, wer gewinnt, weil sozusagen eben das Austricksen und Ausmanövrieren und irgendwie versuchen einzuschätzen der anderen Spieler, das macht irgendwie so viel Spaß, dass wer dann am Ende gewonnen hat, finde ich echt unwichtig. Und eben, das war gerade auch sehr interessant mit dem Jan, weil den kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das ist so ein stilles Wasser, da bin ich eigentlich jedes Mal daneben gelegen, wenn ich versucht habe zu erkennen, was er wohl gerade machen will. Nein, aber das war sehr, sehr cool wieder. So, da haben wir noch zwei neue. Der Hochstapler von Oh Happy Games. Ein Autor steht gar nicht drauf, witzigerweise. Nein, tatsächlich, konsequent kein Autor drauf. Das hat der Nikolaus vorbeigebracht bei uns, so als kleines Spiel. Ja, das ist, was soll man sagen, das ist, könnte man fast sagen, das ist so eine Art Just One mit Verräter. Also, auch so, man gibt ein Wort Hinweise auf ein gemeinsames Lösungswort und einer kennt das Lösungswort nicht. Aber es geht ja sozusagen darum, der versucht es zu raten, um eben als Hochstapler durchzukommen. Das ist eigentlich auch witzig, funktioniert auch gut bis darauf, dass es den Kleinen genug hat, das natürlich keiner weiß, weil der Hochstapler ist. Und wenn der Hochstapler aber die Runde anfangen muss und er so quasi den ersten Hinweis geben muss auf ein Wort, was er überhaupt nicht kennt, das ist natürlich eigentlich unmöglich, da was Passendes zu finden. Oder da muss man irgendwie was so Allgemeines nehmen. Also da kann ich natürlich Ding sagen, aber ja, dann ist irgendwie sofort klar, okay, Hochstapler. Also das ist so ein bisschen ein Manko an dem Spiel. Also es funktioniert schon, aber wenn der Hochstapler anfangen muss, dann hat er einfach Pech gehabt. Ist aber durchaus auch witzig, weil man eben so es tatsächlich gar nicht so eindeutig ist, jetzt den Hochstapler zu finden. Darum geht es natürlich, sozusagen der Hochstapler versucht nicht gefunden zu werden und die anderen versuchen, ihn zu identifizieren. Und das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Also in der ersten Runde war es doch sofort klar, aber dann mit so ein bisschen Übung war dann so, okay. Eben weil dann die anderen Spieler auch anfangen, eher allgemeinere Hinweise zu geben, um es dem Hochstapler auch schwieriger zu machen und überhaupt zu erkennen, worum es wohl geht. Also das ist, hat durchaus was, aber eben es hat schon einen deutlich massiven Regelproblem. So, Alien von Glob. Lustigerweise auf der Rückseite so rumzudrehen. Ja, das ist auch ein ganz neues Spiel, so neu, dass ich auf Board Game Geek erstmal ändern musste, dass das überhaupt schon erschienen ist. Ja, das wird teuer verkauft, ich glaube für 5 Euro bei Amazon und ähnlichen Händlern. Und so viel würde ich dafür auch geben. Also wir haben das jetzt, ich glaube, 3 Stück oder so davon gekauft, als Wichtelgeschenke, so für in der Schule und so. Und eins haben wir dann selber behalten, um es auch mal auszuprobieren. Und man kann das durchaus spielen. Das ist irgendwie, ja, so eine Art, so eine Mischung aus Uno und Domino, möchte ich mal sagen. Also man hat, im Prinzip legt man die ganze Zeit Karten ab und eben so passende Karten. Und die Karten sind so Domino-artig, also die haben so 2 Hälften und eine von beiden muss stimmen.
Und dabei versucht man halt, Alien-Verbrecher zu fangen. Und wer als erster 4 Verbrecher gefangen hat, hat gewonnen. Und das geht meistens relativ plötzlich vorbei, das Spiel. Die Regeln sind so ein bisschen lustig. Also, ja, es ist irgendwie nicht so richtig durchdesigntes Spiel. Aber ich meine eben, das ist halt so ein ganz kleines, eben für 5 Euro erwarte ich irgendwie auch nicht viel. Und dafür ist es echt nett. Also, es ist durchaus, man kann es durchaus spielen. Wir haben es mehrmals gespielt und es ist dann irgendwie auch schon ganz nett und ist sicherlich kein Hit. Aber eben, das ist dem Preis angemessen, würde ich mal sagen. Rajahs of the Ganges, das Würfelspiel, also das Roll and Write zum großen Rajahs-Spiel. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher, ob ich das letzten Monat schon hatte. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist jetzt neu gewesen. Ja, gefällt uns auf jeden Fall gut, oder falls ich es schon hatte, gefällt uns weiterhin sehr gut. Haben wir einige Partien von gemacht, meistens inzwischen jetzt zu zweit, aber glaube ich auch nochmal zu dritt. Und die erste Partie war ja noch relativ langwierig, weil man noch so sehr gebraucht hat, um so zu gucken, so Moment, wie setzt sich das denn jetzt vor? Wenn ich jetzt das mache, passiert das, was war das nochmal? Also so die ganzen Symbole da zu kennen, aber inzwischen haben wir die halt drin und dann geht das auch so recht fix, dass also auch bei meiner Tochter das irgendwie mal so, ja, ich mache jetzt das und dann passiert das und dann macht also auch dann ihre 4, 5 Sachen, die sich dann so kettenweise auslösen. Das hat sie jetzt auch ganz gut raus. Ja, und es ist wirklich ein schönes Roll and Ride, finde ich eben. Also es funktioniert gut und eben, es hat so ein bisschen Einstiegshürde, bis man die Symbolik alle durchschaut hat, aber dann ist es durchaus witzig und so dieses Konzept mit den beiden entgegenlaufenden Siegpunktleisten, auf die man sozusagen auf beiden irgendwie vorher jetzt kommen muss, das funktioniert wirklich gut. Wir haben uns inzwischen das große Spiel ausgeliehen, das Original, das Brettspiel, das haben wir aber noch nicht geschafft, das zu spielen, weil das ist ja schon etwas komplexer, das heißt, das muss ich mit den größeren spielen und da war einfach noch keine Zeit. Bin ich aber auch drauf gespannt. Zurücktun. So. Die drei Musketiere, das hatte ich auf jeden Fall schon letzten Monat dabei, haben wir aber auch noch mal wieder gespielt. Diesmal war ich mal wieder der böse Kardinal und habe es jetzt dann mal so gespielt, wie ich inzwischen erkannt zu haben glaubte, dass man es spielen muss. Ich mich richtig erinnere, habe ich dann auch am Ende gewonnen. Das Problem ist so ein bisschen, wenn man das als Kardinal korrekt spielt, dann wird es ein bisschen langatmig, das Spiel. Also eigentlich muss man das gar nicht so spielen, dass man versucht, die Musketiere umzuhauen, sondern man muss eigentlich nur versuchen, sie ganz gnadenlos auszubremsen. Und dabei bremst man aber natürlich das ganze Spiel aus. Und ja, das dachte ich jetzt ein bisschen, ja, vielleicht ist das der Grund, dass das Spiel nicht so richtig erfolgreich war. Also ja, eigentlich ist es irgendwie cool, aber wenn man der Kardinal es richtig spielt, dann fängt es an, sich ein bisschen zu ziehen. Also wenn er schön auf Kampf geht, dann geht das Spiel relativ flott voran und es passiert auch die ganze Zeit was, aber dann wird er halt wahrscheinlich verlieren. Und ja, also es hat auf jeden Fall was und den Kindern hat es auch trotzdem Spaß gemacht, eben wenn es dann eben doch Kämpfe gibt, finden sie halt toll irgendwie. Und ja, das ist ja so ein bisschen so ein Risiko-Würfelkampfsystem. Und also ja, so thematisch ist es eigentlich schön gemacht und auch Material ist ganz gut gemacht. Es ist leider schon ein bisschen mitgenommen, das Material, weil es doch schon ein bisschen älter ist, das Spiel, aber ja, werden wir sicherlich noch ab und zu spielen, aber so also ein Superhit des kooperativen Spiels ist es dann halt leider doch nicht. Und wir wissen jetzt auch wieder warum. So. Die Crew haben wir auch wieder gespielt. Das spielen wir jetzt immer, wenn der Jan da ist, weil das klappt total gut mit dem Jan. Wir sind irgendwie ein tolles Dreierteam. Wir haben es jetzt fast durch. Wir haben den 9. Planeten gefunden und sind sogar schon beim Sprung zurück. Spoiler-Alarm. Also ich glaube, jetzt fehlen uns noch 4 oder 5, dann haben wir das Spiel durch und dann können wir endlich mit dem zweiten Teil anfangen, der ja noch besser sein soll. Da bin ich dann auch sehr gespannt. Auf jeden Fall, super Spiel, tolles Spielkonzept, wirklich sehr, sehr begeistert. Ich habe das ja schon relativ spät entdeckt, also die meisten von euch haben das sicher längst durchgespielt, aber ich finde es. So, jetzt kommen wir da zu einem, was sicherlich die wenigsten kennen, Metallum. Ein Zwei-Personen-Spiel erschienen bei Heidelberger bei uns, ist original von einem polnischen Verlag und ist von Wojciech Krupnik und Wojciech Woroczyk, also die heißen nach meinem Sprachverständnis heißen die beide gleich. Ja, wie gesagt, ein Zwei-Personen-Spiel im Weltraum, was meiner Frau damals verkauft wurde als schönes Zwei-Personen-Spiel, nicht so konfrontativ. Es ist ein schönes Zwei-Personen-Spiel und extrem konfrontativ.
Also man haut sich die ganze Zeit gegenseitig einen auf die Mütze. Also jetzt nicht mit Soldaten, aber man nimmt sich so mit kleinen Robotern, die man sich gegenseitig wegsetzt und hinsetzt und sich übertölpelt. Also das ist so ein Area Control, ja nee, nicht Area Control, also so ein Mehrheitenspiel auf 7 Planeten, zwischen denen man so hin und her reist und immer Roboter setzt und umsetzt und kaputt macht und austauscht und einem sehr, sehr coolen Programmiermechanismus. Man hat so eine, man puzzelt immer 4 Teile zusammen und das sind sozusagen die 4 Aktionen, die man macht. Und man hat sozusagen, ja, man puzzelt so ein Quadrat und für jede Ecke vom Quadrat hat man jeweils 3 Teile zur Auswahl. Und es passen aber nicht immer alle hin. Also bei, wenn man bestimmte Teile auswählt, heißt das, dass man ein anderes nicht mehr nehmen kann, also dass eine Ecke leer bleibt und so die, je nachdem, welche man nimmt, das bestimmt noch so ein bisschen die Spielreihenfolge mit und so. Also das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Programmiermechanismus, der mir ausgesprochen gut gefällt, der, obwohl es im Prinzip 12 verschiedene Plättchen nur gibt, von denen einige recht ähnlich sind, ist man doch bei jedem Zug ganz schön am Grübeln, wie kombiniere ich die denn jetzt gut, weil ich kriege auch nicht, also ich habe nicht immer alle zur Verfügung, die verbrauchen sich immer und erst wenn alle weg sind, kommen sie sozusagen wieder oder wenn fast alle weg sind. Das ist durchaus knifflig und es macht mir sehr viel Spaß. Das Problem ist halt, ich habe normalerweise niemanden, mit dem ich das spielen kann, weil in der Spielrunde spielen wir eigentlich nicht zu zweit und zu Hause mit meiner Frau brauche ich das nicht spielen, so konfrontative Spiele, das ist überhaupt nichts für sie und ich glaube auch mit meinen Kindern irgendwie, für die wäre das zu frustig. Also deswegen, das ist so ein bisschen das Problem an dem Spiel, weil es ist eigentlich total gut, aber ja, man muss halt jemanden dafür haben, dem das nichts ausmacht, dass man halt irgendwie massiv gegeneinander spielt. Die ganze Zeit. Ja, ist glaube ich auch ziemlich untergegangen, das Spiel. Ich weiß nicht warum. Ist vielleicht von der Gestaltung her nur so mittelprächtig. Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Leute nicht so angesprochen hat. Aber eben eigentlich als Spiel finde ich es total gut. Also ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel. Dino Race. Das hat irgendwie einer meiner Söhne als neues Lieblingsspiel auserkoren. Einfach, weil der inzwischen auf hauptsächlich Spiele mag, die so ein bisschen witziger sind. Und das hat dieses Spiel halt einfach, wo man mit 2 Dinosauriern vor einem ausbrechenden Vulkan wegläuft und dabei versucht, das wertvolle Dinosaurier-Ei zu schützen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Ist optisch total toll mit diesen kleinen Dino-Figuren, die da drin sind. Macht mir auch sehr viel Spaß. Hier auf der Rückseite sieht man ein bisschen die Figuren. Und ja, es ist ein schönes Familienspiel für zwischendurch. Vielleicht jetzt nichts für Kenner-Expertenspieler, aber ja, macht uns auf jeden Fall jedes Mal sehr viel Spaß. Und dann haben wir tatsächlich noch wieder Burg Appenzell mal wieder gespielt. Das war jetzt viele Monate, wenn nicht vielleicht schon ein Jahr, nicht mehr auf dem Tisch. Also hier vertreten mit der Erweiterung. Das wollte meine Tochter jetzt doch plötzlich mal wieder spielen und ich mag das immer noch und ich glaube, ihr hat es auch wieder Spaß gemacht. Ich glaube, das hatte sie einfach ein bisschen übergespielt, aber das würde mich freuen, wenn sie das jetzt wieder so, das lange noch her ist, dass sie es jetzt wieder mal ab und zu spielen will. Also ich finde das nach wie vor sehr witzig und der gute Jens-Peter Schliemann hat da eines seiner zahlreichen Meisterwerke abgeliefert. Wenn man sich für Jens-Peter Schliemann interessiert, übrigens gerne mal das Lieblingsautoren-Video zu ihm gucken, was wir damals gemacht haben, was ich damals gemacht habe. Sehr toller Autor. Und ja, ich hoffe, dass das noch immer mal wieder jetzt auf den Tisch kommt. So, das waren die Spiele, die ich habe. Jetzt kommen noch die Spiele, die ich nicht habe, wo auch mein Highlight für diesen Monat dabei ist. Ich fange aber mal ein bisschen mit den etwas kritischeren an. Das eine ist Splendor oder wie immer man das ausspricht. Ein Spiel, wo man Diamanten sammelt. Ja, das hatten wir uns ausgeliehen aus der Bibliothek und zum Glück haben wir es jetzt wieder abgegeben, weil ich finde, das ist einfach total flach, dieses Spiel. Also ich verstehe, dass das irgendwie Erfolg hatte wegen dieser recht schweren, hochwertigen Spielsteine. Das wirkt irgendwie hochwertig, das Spiel. Aber ich finde, vom Spielspaß her ist das so und dann ist vorbei. Also das ist irgendwie nicht spannend, dieses Wettlauf. Irgendwie jeder nimmt, ja, ich nehme die Diamanten, ja, ich nehme jetzt die Karte. Da passiert irgendwie zu wenig und das nimmt einen überhaupt nicht mit. Und das ging jetzt nicht nur mir so. Also die Einzige, die das gerne gespielt hat, war meine Tochter. Ich glaube, die fand das einfach toll, diese Diamanten zu sammeln.
Aber meine Frau war auch so, das ist einfach langweilig. Also ja, ich weiß nicht, warum das so erfolgreich war. Und das ist ja, glaube ich, noch Erweiterung. Und eine Zwei-Personen-Variante ist jetzt, glaube ich, gerade rausgekommen. Und nicht unseres. Dann haben wir noch gespielt ein Escape Room Spiel, wobei es ist mehr ein Krimispiel, der unvollendete Fall von Holmes. Ich weiß gar nicht, aus welcher Serie der genau ist. Das haben wir jetzt leider auch schon wieder nicht mehr da, deswegen kann ich es nicht nachgucken. Das war leider auch eine Enttäuschung. Gar nicht so sehr, dass die Rätsel schlecht gewesen wären. Das haben wir mit dem Georg und seiner Frau, haben wir die erfolgreich gelöst und die war teilweise zumindest, waren die auch ganz gut. Aber die Story fällt halt total flach. Also die gibt überhaupt keinen Sinn und macht ganz absurde Sprünge. Also das ist wirklich sehr schlecht gemacht. Und ja, sie haben sich irgendwie auch nicht die Mühe gemacht, irgendwie wenigstens am Anfang einmal das Material zu sagen, was ist denn was, dass wir irgendwie nach der Hälfte vom Spiel dann begriffen hatten, okay, also das ist Material, das ist damit gemeint und das ist damit gemeint. Also ja, das war leider auch eher ein Reinfall. Also es hat zum Glück dann nicht allzu lange gedauert. Deswegen war es noch okay, eben weil die Rätsel waren noch okay, aber ja, da erwarten wir doch deutlich mehr. Wir haben immer noch den Fall Klein Borstelheim im Regal liegen, den wir auch noch gerne spielen wollen. Ich hoffe, der ist besser, aber die Hidden Games, die haben ja eigentlich einen sehr guten Ruf. Ja, dann, wie mache ich weiter? Dann war noch ein Kennerspiel auf dem Tisch beim Spieletreff, was wir mit zwei Gästen gespielt haben, die beim Spiele-Bazaar, wollte ich gerade sagen, beim Charity-Stream, war eine offizielle Bezeichnung, sich Pakete ersteigert haben und die abgeholt haben und dann mitgespielt haben. Und zwar war das Woodcraft, also auch ein neues Spiel, bei dem es darum geht, ja, in irgendwie so einer Art Waldsiedlung aus Holzwürfeln tolle Sachen herzustellen und seine Werkstatt auszubauen und Aufträge zu erfüllen. Was leider bei mir auch ein bisschen durchgefallen ist. Also ich fand es nicht total schlecht. Es hatte durchaus was. Also ich fand es thematisch schön, auch wenn das Thema an so ein paar Stellen irgendwie zusammenbricht. Aber eigentlich ist das auf jeden Fall sehr schön gestaltet und auch schön designt. Aber irgendwie hat es mich einfach nicht richtig abgeholt. Ich kann gar nicht sagen, warum. Also ich muss dazu sagen, ich habe das sehr krachend verloren und das war auch, also ich habe mich, weiß ich nicht, man hat irgendwie 12 Züge und ich glaube nach dem dritten oder vierten hatte ich mich in eine ganz massive Sackgasse manövriert, was ich da leider zu spät realisiert habe, dass das eine Sackgasse ist. Was aber mein Fehler war, ganz klar, also das hätte mir eigentlich klar sein müssen, das habe ich irgendwie einfach nicht in dem Moment irgendwie nicht realisiert. Und damit war das Spiel für mich vorbei, weil ich habe den Rest des Spiels eigentlich nur noch damit verbracht, mich so aus dieser Sackgasse wieder rauszuholen und während die anderen irgendwie fröhlichere Züge gemacht haben und da viele Punkte gemacht haben. Und das war dann auch klar, aber es war irgendwie so, ja, irgendwie, ich kann gar nicht so richtig sagen, was mir nicht gefallen hat. Irgendwie die Mechanismen waren irgendwie teilweise schon nett und gut gemacht. Sie sind so ein bisschen zu zufällig an ein paar Stellen, fand ich. Also dafür, dass das also eindeutig ein Expertenspiel ist, kommen an ein paar Stellen so komische Zufälle rein, die finde ich, die nicht sein müssten. Ja, also irgendwie war das so, dass ich dachte, okay, das war nicht so, dass ich jetzt das nochmal mitspielen, also ich würde es nochmal mitspielen, wenn es auf den Tisch kommt, ich sage, okay, dann spiele ich nochmal mit, würde mich vielleicht auch besser anstellen, aber ich käme nie auf die Idee, das jetzt selber so, oh, das möchte ich nochmal spielen, um rauszukriegen, wie ich da besser werden kann. Und das ist, finde ich, das ist irgendwie so der Punkt, den das Expertenspiel bieten muss. Man darf ruhig scheitern, aber es muss trotzdem so gut sein, dass ich halt Lust habe zu sagen, okay, das will ich nochmal probieren, das will ich nochmal schaffen. Und das sind halt so Spiele, was weiß ich, die Great Western Trail oder so, oder Wandel der Zeiten sowieso, die das halt bieten. Also sagen, okay, ich bin zwar jetzt gescheitert und es hat überhaupt nicht funktioniert und habe fast keine Punkte am Schluss, aber das möchte ich wissen. Das ist cool, das funktioniert und ich möchte wissen, wie geht das besser. Und ja, das hat das Spiel leider für mich irgendwie nicht gehabt. Ist irgendwo schade, weil eben es ist thematisch irgendwie cool und das Material ist schick und so, aber ja, und was auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen, das fällt mir gerade noch ein, so ein bisschen so ein Dominion-Effekt irgendwie. Also am Anfang sind die Züge noch einfach und übersichtlich, aber dann so nach einer Weile ist es dann irgendwie so, ich mache
irgendwie erstmal 5 Vorzugsaktionen, die sich irgendwie alle gegenseitig bedingen. Dann mache ich meinen eigentlichen Zug und dann mache ich, und der löst nochmal 10 Sachen aus. Und das ist irgendwie so, die anderen sitzen dabei daneben, sehen, ja, kommt jetzt noch was oder hast du es jetzt fertig? Und das ist irgendwie so dieser Effekt, den Dominion auch mal hatte, dass es so, ich spiele jetzt die Karte, dann passiert das und dann habe ich 20 Sachen gemacht und die anderen sitzen daneben und es nachzuvollziehen ist viel zu mühsam und auch uninteressant. Und das ist so ein bisschen relativ, ja, unbefriedigend auch wieder. Also vielleicht war es auch das, was mich dann am meisten, ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, nicht mein Spiel. So, wenn wir mal auf den Spickzettel gucken, was haben wir noch übrig? Ah ja, genau. Also, Caverna habe ich auch wieder gespielt, tatsächlich auch wieder in echt, was ich, mir sehr viel Spaß gemacht hat, und ich spiele es auch weiterhin noch immer so eine Partie nach der anderen bei der Boardgame Arena, was ich auch sehr cool finde, und ich glaube, ich werde langsam besser, aber auf jeden Fall macht mir das gerade sehr viel Spaß und ich bin inzwischen von dem Spiel auch sehr überzeugt, nachdem ich das lange nicht war. Was ich nicht gespielt habe, ist ein Fest für Odin, und das werde ich auch nicht mehr spielen, weil ein Fest für Odin ist ein Mistspiel, egal was ihr dazu sagt. Aber jetzt kommen wir noch zu meinem Highlight für diesen Monat, und das war tatsächlich auch ein Zwei-Personen-Spiel, und zwar Targi. Also beileibe keine Neuheit, auch ein altbekanntes Spiel, was ich auch vor Jahren schon einmal, glaube ich, gespielt habe und was wir jetzt auch ausgeliehen hatten. Und das fand ich wirklich auch sehr cool gemacht. Es ist ein schönes Spiel für zwei Personen, gut zugänglich, bietet aber sehr viel Varianz und viele Möglichkeiten, was man machen kann und worauf man sich konzentrieren kann. Hat mir sehr gefallen, da bin ich auch ein bisschen, dass wir uns das vielleicht mal zulegen. Eigentlich spielen wir nicht so viel zu zweit in der Familie, also zumindest ich spiele nicht viel zu zweit, meine Frau schon. Ja, aber auf jeden Fall ein cooles Spiel, auch die Erweiterung wird mich natürlich auch sofort reizen, die auch sehr gut sein soll, die ich aber wirklich gar nicht kenne, wo dann noch die Frauen eine größere Rolle spielen, was natürlich auch repräsentativ immer eine gute Idee ist. Ja, also Targi hat mir aber auf jeden Fall auch sehr gefallen und das war irgendwie so ein bisschen ein Highlight, vielleicht noch zusammen mit Caverna und auch Kuhhandel ist natürlich auch mal sehr weit oben, wenn ich das spiele, das muss ich schon zugeben. Damit bin ich jetzt aber auch durch, wie versprochen, etwas kürzer gefasst. Nicht, dass es wirklich kurz wäre, aber kürzer. Was habe ich alles weggelassen? Kopf von Kopf habe ich weggelassen, Doppelkopf, Skull King, Uno, Flip, also Sachen habe ich, wie gesagt, weggelassen. Wisst ihr sowieso, das spiele ich immer und finde ich gut. Damit verabschiede ich mich dann also in die Weihnachtszeit. Ich wünsche allen Zuschauern ein fröhliches Weihnachtsfest gehabt zu haben und dann jetzt aber einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns wohl nochmal wiedersehen. Aber es wird da wahrscheinlich eine Änderung geben. Das wird sich aber noch in einem eigenen Video bekannt gegeben, wenn es denn so wird. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst uns Abo da und Kommentare und dann eine schöne Urlaubszeit, die ihr hoffentlich gerade noch habt. Tschüss!